Hallo, ich begrüße euch heute bei mir in der Fleischwerkstatt. Was machen wir heute? Schäufele. Schäufele, ja. Erstmal, was ist Schäufele? Schäufele stammt vom Schaufelknochen des Tieres. In der Regel vom Schwein. Das hier ist jetzt einfach mal exemplarisch der Schaufelknochen des Rindes, den wir in der Schulter haben, also das Schulterblatt. Es gibt jetzt zwei Varianten. Wir haben einmal das badische Schäufele. Beim badischen Schäufele hat man die Muskelpartien um diesen Schaufelknochen. Mit dem Schaufelknochen, das Ganze wird gepökelt, geräuchert und gekocht, dann hat man badische Schäufele. Wir beschränken uns heute aber auf das fränkische Schäufele oder Schäufela. Beim fränkischen Schäufele wird in der Regel das Fleisch rechts und links des Knochens nach unten geschnitten, also das, was daneben ist, wird ignoriert. Wir nehmen nur dieses Mittelstück und dieses Mittelstück wird in der Regel für eine Portion nochmal durchgesägt. Das sieht dann so aus. Das heißt, wir haben hier einmal diesen Knochen. Man sieht ihn nicht, aber man hört, dass wir hier einen Knochen haben. Den Knochen, da ist obendrauf ein bisschen Fleisch. Für die Experten unter euch, das ist das Cuscino. Und hier hinten dran haben wir das sogenannte Bugblatt und die Schwarte drauf. Das Ganze wird im Fränkischen nicht gepökelt, nicht geräuchert, sondern einfach nur knusprig und toll rausgebraten. Alle Franken mögen sich jetzt bei mir, oder ich möchte mich jetzt schon mal bei allen Franken entschuldigen. Wir nennen es ab jetzt nicht mehr fränkische Schäufele, sondern ab jetzt ist es einfach das Schäufele nach Heikos Art, weil vielleicht weicht die Zubereitung von irgendwelchen landestypischen Rezepten ab und ihr würdet mich sonst aus dem Frankenland verbannen. Nee, ich mache einfach meine Variante eines fränkischen Schäufeles, aber wir nennen es nicht mehr fränkische Schäufele. So, das Stück hier wird einfach gesalzen. Dann kommt Pfeffer drauf. Darf man ruhig auch ein bisschen kräftig. Und ein bisschen gemahlener Kümmel. Gemahlener Kümmel gibt diesen typischen Geschmack. Die Schwarte müssen wir einritzen. Und zwar sollte man darauf achten, vielleicht sieht man das hier ganz gut, dass das Fettgewebe schön eingeschnitten ist, dass man also nicht nur die Haut einritzt, sondern dass man auf das Fettgewebe kommt. Dazu muss das Schäufele natürlich auch ein bisschen Fett haben. Wenn man ein zu mageres Stück Fleisch kauft, hat man da eigentlich verloren. Und man sollte nicht so tief schneiden, dass man direkt ins Fleisch reinschneidet, sondern wirklich nur das Fettgewebe anschneiden. Dann keine zu großen Rauten schneiden. Wenn ihr nicht wie ich hier ein gutes scharfes Messer habt, könnt ihr euch eventuell auch mit einem Teppichmesser behelfen, die sind in der Regel relativ scharf, damit kommt man da eigentlich ganz gut hin. Oder ihr lasst es euch beim Metzger direkt schneiden. Wenn ihr beim Metzger nach dem fränkischen Schäufele fragt, außerhalb von Franken, werdet ihr vielleicht ungläubig angeschaut. Da wäre es vielleicht sinnvoll, ein Foto mitzubringen, damit der Metzger sich darunter was vorstellen kann. Weil auch der nicht fränkische Metzger hat Schweine, die dieses Stück haben, er muss es nur euch dementsprechend rausschneiden. So, jetzt wird die ganze Sache, in der Schwarte tun wir es noch mal ein bisschen einsalzen, nicht vergessen. Und dann braten wir das Ganze an, und zwar nicht auf der Schwartenseite, sondern nur auf den anderen drei Seiten wird es jetzt angebraten. Einfach so lange, dass wir ein bisschen Farbe haben. Den machen wir wieder weg, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Dazu haben wir Karotten, grob gewürfelt, Lauch, Zwiebeln, Brühe, ich nehme jetzt hier eine Rinderkraftbrühe und ein schönes bayerisches Bier. Ich würde keinen Pilz verwenden, wenn man einen Pilz verwendet, kann das durchaus passieren, dass das Ganze einen bitteren Geschmack kriegt und ich finde es einfach nicht so lecker. Wir werden es jetzt anbraten, dann kommt das Ganze in Bräter, wir machen das Gemüse drumherum und gießen das Ganze mit Brühe an. Nicht über die Schwarte möchte ich gern trocken und unversehrt lassen. Ich möchte nicht, dass die Schwarte irgendwie schon aufgeweicht wird oder übergossen wird zwischendrin, das machen wir nicht, sondern es wird dann einfach in die Wanne gesetzt, in den Backofen rein und ich lasse das bei 120 Grad 4 Stunden im Ofen. Eher untypisch die niedrige Temperatur, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das länger bei einer niedrigeren Temperatur im Ofen lasse, wird das Ganze einfach viel saftiger und zarter. So, einfach Farbe geben. Muss also auch nicht ganz brachial sein, weil wir haben später nochmal hohe Temperaturen, wo das Ganze auch von außen nochmal schön
Farbe bekommt. Und wie gesagt, die Schwartenseite, die lassen wir unversehrt, die wollen wir jetzt noch nicht anrösten. So, das reicht schon aus. So setzen wir das Ganze jetzt in den Ofen rein. Man kann jetzt natürlich die Brühe auch noch aufwärmen. Dass man mit einer warmen Brühe arbeitet, wird man wahrscheinlich in jedem fränkischen Kochbuch lesen, dass die Brühe heiß sein soll und auch die Brühe, die zwischendurch übergossen wird, heiß sein soll. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ziemlich wurscht. Gerade jetzt am Anfang dürfte es sowieso ziemlich wurscht sein. So, damit haben wir auch die ganzen Röstaromen, die da drin waren, aufgefangen. Und jetzt kommt das Ganze, wie gesagt, für 4 Stunden bei 120 Grad in den Ofen. So, jetzt werden wir mal schauen, wie die Schäufele aussieht. Wahrscheinlich wird die Kruste noch nicht so richtig da sein. Aber wir haben jetzt das Fleisch so weit durchgegart, dass es beginnt, dass das Fleisch sich so leicht vom Knochen zurückzieht. Das ist so ein gutes Zeichen, dass wir es eigentlich auch schon ganz gut sind. Die Schwarte ist noch weich und wir gießen jetzt das Bier an. Und zwar gieße ich das Bier ungern auf die Schwarte drauf, weil das Problem ist, Bier enthält ja auch Zucker. Wenn ich das jetzt auf die Schwarte drauf gieße, dann wird gern das Ganze ein bisschen dunkel nachher beim Braten. Vorher haben wir immer mal wieder mit der Flüssigkeit, die im Gefäß war, das Schäufele von außen angegossen, dass das schön saftig bleibt. Das macht das Ganze ganz gut. Und 230 Grad Oberhitze, geben wir jetzt mal Power, dass die Schwarte so richtig aufknuspern kann. So, unser Schäufele hat jetzt ungefähr 20 Minuten bei so 230 Grad nochmal Power gekriegt. So sieht das gute Stück jetzt aus. Jetzt testen wir erstmal, ob die Schwarte was kann. Ich glaube, das Geräusch ist nicht schlecht. So, in Franken ist es so, da kriegst du so ein Schäufele komplett serviert. Das ist ja schon ein halbes Schäufele, das ist ja auch eine kleine Portion. Ich könnte jetzt hergehen, könnte jetzt hier diesen ganzen Sud, könnte ich jetzt durch ein Sieb drücken, ich könnte es pürieren. Ich kann es aber einfach nur als Sud praktisch dazugeben. Kann das Gemüse dazugeben und kann das Ganze mit Brot servieren. Ich kann aber auch original fränkisch mit Klößen kommen. Das ist jedem überlassen. Ich finde, man kann jetzt auch eine schöne braune Soße machen. Aber wichtig ist, dass wir es jetzt probieren. Das ist jetzt mal ganz wichtig. Und so ein Schäufele wird ja auch nicht geschnitten serviert, sondern es kommt am Stück. Das heißt, eigentlich ist es so gar nicht schlecht. Und heiß ist es auch noch. Also ich danke ganz Franken für diese Art Schweineschwilder zuzubereiten, weil ich finde es verdammt lecker. Macht's nach. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei mir in der Fleischwerkstatt. Danke euch. Oh.